Nach meinem Video über meinen 735 Kilo Gym Total haben mich ja einige gefragt, wie ich denn in der Zeit trainiert habe, in den letzten Monaten, wo ich entsprechend so guten Fortschritt gemacht habe. Und ja, ich habe jetzt nicht immer gleich trainiert, sondern ich habe halt verschiedene Programme ausprobiert. Als erstes ein lineares Programm von Greg Knuckles, da habe ich aber auch noch Videos zu gemacht. Dann habe ich das 6-Wochen-Programm von Johnny Candido ausprobiert. Und dann einfach, je nachdem, immer mir selbst was zusammengebastelt oder auch ab und zu mal Small of Junior für Bank oder für Kniebeuge gemacht. Und ja, wenn ich mir das halt selber zusammengebastelt habe, dann habe ich immer versucht, 2-3 Mal die Woche zu kniebeugen, 3-4 Mal die Woche Bankdrücken zu machen und einmal die Woche circa Kreuzheben. Und da habe ich mich dann meistens auch an dem 1x5 aus dem Styling Strength System orientiert für Kreuzheben. Aber die Frage ist ja auch, wie trainiere ich jetzt? Und da habe ich mich auf jeden Fall von diesem Buch hier sehr beeinflussen lassen. Ja? Von Mark Ripito, sozusagen das Folgebuch zu Starting Strength. Und er empfiehlt da auf jeden Fall die Texas-Methode, solange man halt entsprechend die noch machen kann. Weil das ist sozusagen immer ein Ein-Wochen-Zyklus und nach jeder Woche wird dann entsprechend gesteigert. Zu Anfang 5x5. Und dann in der Mitte ein leichtes 2x5 und dann am Ende der Woche ein 5-Rep-Max, um dann halt entsprechend zu testen, ob man irgendwie stärker geworden ist. So habe ich das jetzt auch versucht erstmal umzusetzen. Diese Woche habe ich Montag gestartet mit einem 5x5 Kniebeugen mit, wie viel hatte ich da? Ja, 200 Kilo, genau, ich hatte war schon mal ein bisschen mehr beim 5x5, aber war da ein bisschen raus, deswegen habe ich erstmal mit 200 Kilo gestartet und danach entsprechend auch ein 5x5 fürs Bankdrücken gemacht. Bei den 200 Kilo habe ich auch mal meine SPD Knee Sleeves anprobiert. Die habe ich in M gekauft und ich hatte vorher erstmal einen ziemlich großen Struggle, die anzuziehen, aber mit Leggings und Kreuzhebesocken ging das einigermaßen und ist eigentlich ziemlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sind halt super eng, aber sie bringen halt unten ein bisschen Support. Also man schafft auch ein bisschen mehr Gewicht damit. Und ich denke mal, ich werde die halt entsprechend bei schweren Gewichten dann immer anziehen. Und dann auf dem Wettkampf kann man da auch ein bisschen mehr mit bewegen. So, nach dem Kniebeugen kommt dann auch entsprechend ein 5x5 fürs Bankdrücken mit 145 Kilo. Und man soll da dann immer nehmen 90% von seinem 5-Rep-Max. Ja, und ich schätze mein 5-Rep-Max so circa auf 160 Kilo ein. Und 160, 10% wären 16 Kilo, also 160 minus 16 Kilo wären dann 144 Kilo. Also mache ich 145 Kilo 5x5. Dann ist es aber so, dass ich keinen Pausentag mache am Dienstag, sondern dass ich nochmal einen Oberkörpertagvolumen mache und dann mache ich ein 10x3 Bankdrücken, weil habe ich einfach so für mich herausgefunden, so ich brauche Bankdrücken ein bisschen mehr Volumen, da würde das 5x5 nicht reichen und ich kann mich auch relativ schnell davon erholen, jedenfalls konnte ich das in der Vergangenheit, wir werden es ja sehen, ob das so kommt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dann mache ich da halt entsprechend nochmal ein 10x3 mit 155 Kilo. Und um da genug Volumen reinzubekommen, um dann auch eine Steigerung noch zu ermöglichen bis zum Samstag. Danach mache ich auch nochmal Klimmzüge, ein bisschen schwerer, 5x5, 50 Kilo Zusatzgewicht. Macht ja auch Spaß, einen starken Rücken zu haben, ne? Ja, und dann wäre halt entsprechend Donnerstag noch der leichte Erholungstag gewesen, aber den habe ich dann erstmal nicht gefilmt, habe ich natürlich gemacht, aber ja, halt irgendwelche leichten Gewichte, mal kurz alles die Bewegung durchgegangen und dann heißt es halt erholen und dann Samstag wird dann ein bisschen schwer trainiert und mal schauen, ob ich alle Gewichte, die ich mir vorgenommen habe, auch schaffen kann und mich entsprechend nächste Woche noch steigern kann. So sieht es aber erstmal aus und wenn ich noch weiter was verändere und so weiter, dann werde ich da, denke ich, auch nochmal was zu erzählen und dann erstmal, ciao.